Die Gastronomie-Auszubildenden am Berufslyzeum der ukrainischen Stadt Sokal in der Nähe von Lviv erleben endlich wieder ein Stück Normalität. Rund 450 junge Menschen lernen hier für ihre berufliche Zukunft in einem Gastronomiebetrieb. Wir wollen mit Jana unser Projekt, Business-Projekt, unser Konditorium. Wie auch in Deutschland hat sich in der Ukraine das duale Ausbildungssystem, eine Kombination aus Theorie und Praxis, bewährt. Zusätzlich werden die Auszubildenden durch ein spezielles Programm des Goethe-Instituts Ukraine unterstützt. Dazu gehören deutsche Sprachkenntnisse und wichtige Grundlagen im Finanzmanagement, Marketing sowie Kundenservice. Die Auszubildenden lernen auch, wie sie ihre eigene Marke aufbauen und ihren Betrieb erfolgreich führen können. На майбутнє я маю плани відкрити своє рок-кафе, в якому я хочу зібрати всі свої улюблені групи. І також там буде дуже швидка їжа, наприклад, всякі стейки, бургери в американському стилі.